Und da bin ich auch schon wieder. Herzlich willkommen zurück auf unserer Jagd hinein ins chinesische Land. Oh, 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 oh. Out of Nahrung. Dreck. So ein Dreck auch. Wollen wir mal hier noch eine zweite Fischerhütte? Es kann sofort losgehen. So, dann eine Werft können wir noch nicht bauen. Wir brauchen erstmal Ziegel. So. Jetzt bekommen wir Ziegel. Oh, ich glaube, wir müssen uns wirklich um Essen kümmern. Uiuiuiuiui. Uiuiuiuiuiui. Aber für das hier haben wir auch keine Ziege. Unsere hilflose Bevölkerung zählt auf eure Waffenlieferung. Kommt schon, ihr Fischerhütten, ihr werdet doch wohl mal schaffen. So groß, dass ihr darüber euren Freund vergesst. Mit einem kleinen Piratenschiff. Mit einem kleinen Kriegsschiff werden wir auch voll viel erreichen können. Ich mag dein Engagement. Dann red mal Klartext. Jo. Na los, wir brauchen mehr. Mobile, das jetzt. Ich finde irgendwie so wenig Platz. In diesen Anno-Teilen immer hier. Also in diesem Anno-Teil immer. So. Jetzt müssten wir hier auch noch Essen produzieren. Also das müsste jetzt schon irgendwie reichen. Das wäre ja sonst irgendwie bitter. Können wir jetzt überhaupt noch unsere Werft bauen oder haben wir schon wieder so viel Werkzeug? Ja, nee, wir haben kein Werkzeug mehr. Es kann sofort losgehen. Wird ausgeführt. Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, dann können wir hier die Steuern ein wenig erhöhen. Eigentlich bis ins Gelbe. Hier machen wir sie so, dann haben wir auch ein bisschen Plus wieder. Kapitän auf der Brücke. Warte auf Anweisung. Dann wollen wir mal. Verbindlichsten Dank. Hiss die Segel. Dann können wir uns diese ständigen Einkäufe auch mal leisten. So. Angriff dich am höchsten Baum auf! Warte auf Anweisung. Dann versenkt man hier gleich mal das erste, wenn der uns hier so schön angreift. Eure Waffenlieferung wäre jetzt ein Geschenk der Götter. Ahoi. Gut, dann müssen wir jetzt doch mal hin. So. Jetzt reparieren wir mal das Schiff. Glücklicherweise seid ihr diesen Piraten nicht gewachsen. Wir haben doch schon eins versenkt. Die Flotte ist bereit. Wo ist denn noch eins? Ein einzelnes, bitte. Alles hört auf euren Befehl. Das ist keins. Wo war eigentlich das Nest von denen, also das Piraten?
Da ist das Piraten... Nee, das ist nicht das Piraten... Hä, wo war der Stützpunkt? Hier nicht. Hier. Nein. Da. Okay. Gut, dann, ja. Die Flotte ist bereit. Würde ich sagen, wir haben alle zwei Schiffe. Alle Schiffe Segelhissen. Und fahren mal ein Piratenschiff suchen. Die Flotte setzt Segel. Oh, komm. Warum leckt das jetzt gerade schon wieder hier so? Alter, der Sound lag, ne? Huhu, Piratenschiff, hier sind wir. Ahoi, alle Schiffe einsatzbereit. Die Flotte setzt Segel. Ich will eigentlich nur nicht, dass wir dann auch noch von den Kanonentürmen angegriffen werden. Die hier überall sind. Da kommen sie. Alle Schiffe, Feuer frei! Ihr Schiff wird Ziel gegnerischen Feuers. Bam, bada bam, bam, bam. Ich sehe, ihr versteht es, mit Kanonen umzugehen. Boah, die Sound Engine gerade. Je mehr Piratenschiffe auf dem Grund des Meeres landen, desto besser. Auf geht's, Matrosen! Der Sound lag. Ah. Ich entschuldige mich vielmals. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt ist. Alle Schiffe Segel hissen! Meinem einen Schiff geht es gar nicht mehr gut. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ahoi. Gut, dann werden wir das auch mal ausladen hier. Jetzt haben wir schon zwei. Kapitän auf der Brücke. Schon drei Schiffchen versenkt. Sehr gut. Zwölf Kanonen für noch ein kleines Kriegsschiff. Wir haben eine. Kapitän auf der Brücke. Aber wir könnten ja mal handeln gehen. Die verkauft uns doch. Na, wenn acht du Stück. Es sagst, glaube ich dir, dass dein Freund Finn ein netter Kerl ist. Aber auf mich wirkte er neulich eher völlig durchgeknallt. Der rennt vor seinem eigenen Schatten davon. Ahoi. Schlag ein. Bringt das jetzt irgendwie was für Handel? Nee. Können wir nochmal Tribut entrichten? Na, das lasse ich mir doch gerne gefallen. Mal schauen, ob wir es noch schaffen, irgendwie uns so bei ihr einzuschleimen, dass wir am Ende den Bündnisvertrag noch bekommen. Halt, wir müssen ja noch da bleiben. Uns fehlen ja noch drei Stück. Wenn Liang Wu die Grenzen des Kaiserreichs nicht so streng bewachen würde, könnte man sicher einige interessante Geschäfte mit den Asiaten machen. Könnte man das? Kann ich mit eurer großzügigen Waffenlieferung rechnen? Halt, ich bring gleich nochmal Werkzeuge mit. Fahrt aufnehmen. Ich glaube, ich lasse noch mal ein paar aufsteigen, dass wir selber mal Werkzeuge erstellen können, weil wir dann auch noch Waffen machen müssen. Ich habe mich wohl getäuscht, als ich dachte, ihr könntet gegen die Piraten. Klingt ein bisschen scheiße. So. Zack und zack. Ihnen stehen weitere Gebäude zur Verfügung. Oh ja, okay. So, das reicht erstmal.
Die Schule können wir auch haben, okay. Dann brauchen wir sicherlich nochmal die vollen 15 Werkzeuge. Warte auf Anweisung. Dann wollen wir mal. Boah, dieses Soundlag, das tut mir gerade selber extremst in den Ohren weh. Mensch, 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 ich glaube, nach der Aufnahme muss ich das Spiel mal neu starten. So, dann geht das doch langsam, aber sicher voran. Gut, ein Schiffchen bauen. Und wir können auch schon mal uns mittelfristig überlegen, wohin wir eine Schule bauen wollten. Hierhin würde ja eigentlich ganz gut passen. Da sind jetzt allerdings die hier hinten nicht mehr. Ach, egal. Der Großteil ist drinne. Schiff fertiggestellt. Gut, dann hatten wir hier oben Eisenvorkommen. Da brauchen wir sowas. Dann hier die Verbrenntholz, ne? Ja, die Verbrenntholz. Und dann eine Werkzeugschmiede. Und dann eine Waffenschmiede. Gut. Na, das hat jetzt irgendwie gerade nicht funktioniert. Nochmal, Straße. Straße. Sehr gut. Ein Traum. Mache ich mal hier wieder an. Das könnten wir jetzt durchaus gebrauchen, wenn wir hier haufenweise Holz verbrennen. So, dann müssten wir jetzt selber Werkzeuge produzieren. Wir könnten ja nochmal gucken, ob wir mit unserer neuen, ach so tollen Flotte doch noch ein Piratenschiff finden. Da unten ist noch eins. Oh, da ist auch noch eins. Hinterher. Hinterher. Wo auch immer es hin unterwegs ist. Oh, es kommt zurück. Sehr gut. So, jetzt müssen wir noch mal ganz kurz gucken. War hier nicht irgendwo... Ja, oh. Ein Traum, oder? Also ich wusste echt nicht, dass es diesen Modus in diesem Spiel auch schon gab. Wobei der hier nicht gerade nicht halb so schön aussieht, weil das irgendwie, keine Ahnung, die Texturen und Effekte sind nicht so ganz dafür ausgelegt. Wollte ich noch sagen. Oh. So, noch irgendwo eins. Die Flotte setzt Segel. Ich möchte es nur gerne außerhalb dieser Kanonentürme da angreifen. Der hier. Ja. Räumen wir jetzt, hauen die schon ab vor mir, ne? Ist eure Angst ich vor hab Piraten doch so schon groß, Tiere versenkt. Vergesst? Alle Schiffe los! Die Flotte folgt eurem Befehl. Gut, kommt ihr Piraten. Alle
Schiffe Segel hissen. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Mach das nochmal und ich jag dich über die Planke. Du forderst dein Glück mächtig heraus. So. Ihr erweist dem Kaiserreich einen großen Dienst. Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Hiss die Segel! Ihr habt das Kommando! Die Flotte setzt Segel! Ich hoffe, deine Leute können schwimmen! Hey, das waren meine Freunde! Flotte folgt eurem Befehl. Alle Schiffe los. Ist sie wahrscheinlich nicht so sehr glücklich darüber, dass es wieder ein bisschen gesunken. So. Ist irgendwie ein Schiff von mir schon angekommen? Da unten kommt's. Alter, wo habe ich denn hingeklickt? Ich habe bestimmt dort in die Ecke geklickt. Hier habe ich aber gerade gar keine Flaggen. Die Flotte ist bereit. Die Flotte ist bereit. Alle Schiffe in Gefecht. Oh, das wird knapp, das wird knapp. Aber das schaffe ich. Gut. In die Wanden, Männer. Puh, ich dachte schon, ich hätte die Flaggen nicht eingesammelt. So, wie viel musste ich versenken? Da war's. 10. Wie kann ich mich mit Carmen verbünden? Oh, wir sind ein bisschen im Negativ gerade. Na, das lasse ich mir doch gern gefallen. Durch unsere Waffenproduktion. Muss ich noch ein paar Häuschen bauen. Zack, zack. Gut, ich muss ja nur noch eins versenken. Frage ist halt, wenn ich das jetzt tue und danach zu Liang gehe. Alles hört auf euren Befehl. Eure Waffenlieferung wäre jetzt ein Geschenk. Ob dann halt Götter. Die Runde fertig ist und ich es halt verkackt habe. Befehl. Weil ich nicht verbündet war. Möglicherweise seid ihr diesen Piraten nicht gewachsen. Alle Schiffe los! Alle Schiffe Segel hissen! So. Sehr gut. Alle Schiffe los! Der Feind greift eines ihrer Schiffe an. Einer ihrer Betriebe stellt keine Wahl. Dann fahren wir mal nach Hause. Schon so beschädigt, das kommt gar nicht mehr hinterher, das Drecksschiff. Da liegt noch was. Also wir müssen aufpassen, weil wenn das noch viel länger dauert hier, die Mission, dann sind wir irgendwann bankrott. So. Gut, wie viel Waffen wollte der denn haben? Nein. 25 Tonnen. Es kann sofort losgehen. Gut.
Egal. Es kann sofort losgehen. Ich weiß nicht, ob die jetzt vorbei ist und ich es damit verkackt habe. Wir werden es sehen. Ein Traum, oder? Diese Junken sind Eigentum des ehrenwerten Kaisers. Also, ich muss sagen, es hat schon was zu bieten. Wenn jetzt nicht noch das Schiff angeklickt wäre. Wonderful. Einfach wonderful. So als Desktop-Hintergrund. Das wär's doch. Also als Video, versteht sich. Gut, nichtsdestotrotz. Ahoi. Kann ich aus eurer Rückkehr schließen, dass ich da... Mit eurer Verbissenheit konntet ihr den Piraten Einhalt gebieten. Es sei euch gestattet, mit meiner Siedlung Handel zu treiben. Und wenn ihr damit Geld verdient, werde ich mich erkenntlich zeigen. Jetzt muss ich noch mal raus und wieder reinfahren. In die Wanden, Männer! Ja. Sehe ich das richtig, dass ihr diese Waffen dem asiatischen Volk zur Verfügung stellen wollt? Kann ich mit eurer großzügigen Waffenlieferung rechnen? Bei des Kaisers Augenlicht. Ramirez hat den hochangesehenen Meister Chang entführt und fordert Lösegeld. Ich beauftrage euch damit, Chang aus den Fängen der Piraten zu befreien. Ja. Schließlich wurde Ramirez durch eure Angriffe zu gefragt und gestachelt. Hier haben wir Drecks Pralinen, die wir nicht brauchen. Wunderbar. Warte auf Anweisung. Fahren wir mal mit unserer Flotte hier zum Schmugglernest. Alle Schiffe einsatzbereit. Auf geht's, Matrosen. Ich würde den einfach über den Haufen schießen hier. Aber dann würde der wahrscheinlich Meister Chang noch töten. Nicht so schön. Ist mir piepegal, am was du zu sagen Schmugglernest. Hast. Ist doch das Schmugglernest. Hallo? Kapitän auf der Brücke. Ahoi. Ich fahre mal mit den beiden Schiffen wieder nach Hause. Alle Schiffe einsatzbereit. Alle Schiffe segeln. Ah, da oben ist er. Warte auf Anweisung. Was hören meine dreckigen Lauscher? Meine Carmen handelt mit einer Landratte wie dir? Also wenn es um das Mädel geht, werde ich irgendwie sentimental. Ich werde dir ein paar Münzen weniger für das gelbe Äffchen abknöpfen. Aber das mit dem Sprengstoff bleibt. Also wenn wir jetzt wahrscheinlich mit ihr verbündet gewesen wären, hätte das jetzt den Vorteil gehabt, dass wir gratis oder für noch weniger den bekommen hätten, den Typen. 25.000 Goldmünzen. Und Horatios Sprengstoff. Ahoi. Kurs aufnehmen. Kurs aufnehmen. So, dann fahren wir damit Ahoi. Mal noch hier hin. Können wir hier alles irgendwie mit ihm handeln? Alle Schiffe Segel hissen. Linken Fuß. Was? Geißel? Lösegeld? Was habe ich damit zu tun? Ach, den Sprengstoff brauchst du. Naja, das Zeug ist etwas instabil. Da kann schon mal was spontan weißt du was? Ich folge dir zu deiner Insel, dann reden wir weiter. So. Bringen Sie Horatio zu Ihrer Insel. Bitte begleitet meine Junke und beschützt sie auf ihrem Weg. Sie transportiert eine besondere Lieferung, die den Piraten unter keinen Umständen in die Hände fallen darf.
Die da, okay, das machen wir danach gleich mit den beiden Schiffen. Geht es jetzt los? Du musst mir schon zeigen, wo du zu Hause... Eine Seefahrt, die ist lustig. Ich glaube, der Typ ist... Er hat echt ein bisschen Probleme. Ja, ja, ich höre ja schon. Ahoi, ihr habt das Kommando. Alle Schiffe, Segel hissen. Der Kaiser hat mich angewiesen, den Handel mit euch zu genehmigen. Warte auf Anweisung. Kann ich euch behilflich sein? Warte auf Anweisung. Welche Güter wollt ihr handeln? Eure Waffen sind uns bei der Abwehr von Ramirez angekommen. Die Seeluft hat mich regelrecht revitalisiert. Also, wo ist die Werkstatt? Wie, du hast keine? Dann weißt du ja, was du zu tun hast. Warte auf Anweisung. Der Kaiser begrüßt euer Interesse. Hilfslieferungen erleichtern mir meine Entscheidung, euch Zutritt zum Kaiserreich zu gewähren. Wie werden wir jetzt der Kaiser Schiff los? Wird zufrieden sein. Es kann sofort losgehen. Also die Piratenflagge meine ich. Warte auf Anweisung. Welche Güter wollt ihr handeln? Es ist äußerst edelmütig von euch, Waffen gegen Pralinen zu tauschen. So sei es. Es kann sofort losgehen. Es kann sofort losgehen. Wo bleibt ihr denn? Meine Junke wartet hier auf euren Geleitschutz. Die Flotte ist bereit. Ahoi. Seid ihr bereit, meine Junke zu begleiten und feindliche Angriffe abzuwehren? Ich kann die nicht mal automatisch hier Dingen ihr Ziel erreichen. Ist ja ein Traum, ist das. Die Flotte oder kann ich das, wenn ich die einzeln nehme? Nein. Die Flotte setzt Segel. Oh, es regnet gerade ein bisschen. Ahoi. Ihr habt das Kommando. In diesem Zustand kann das Schiff die Reise nicht fortsetzen. Achtet auf nahende Feinde. Alter, warum fährt er nicht außen rum? Ach, da sind nahende Feinde. Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Das war aber schon knapp hier. Der Kaiser wird über eure Hilfe erfreut sein. Bewacht weiterhin die Junke. Womöglich kommen diese Unholde wieder, solange die Reparaturen noch im Gange sind. Nur leider ist mein eines Schiff auch schon sehr beschädigt. Warte auf Anweisung. Gut, dann tausche ich das mal aus. Okay, solange ihr noch meins angreift, kann ich damit leben. So, eine Werkstatt möchte der liebe Herr haben. Da habe ich für deine Werkstatt. Zehn Alkohol. Naja, so viel haben wir gerade noch nicht. Ah ja. Unsere Junken haben einige Vorteile gegenüber euren Schiffen. Das sind alles freundliche Schiffe. Da kommen nochmal Feinde. Ihr habt das Kommando. So, hier das Schiff können wir auch wieder mitholen. Ihr Schiff wird Ziel gegnerischen Feuers. Warte auf Anweisung. Wenn du dich nicht beeilst, reiß ich dir ein Ohr ab. Hervorragend, wie er diese Plage der Meere beseitigt. Ehe der wieder irgendwo hinfährt, dahin bitte. Warte auf Anweisung.
Kurs aufnehmen. Na, gefallen naja, euch halt ein Lastkahn, ne? Vollen Schiffe? Vor allem ist das auch so schlau. Ich erwarte, dass die Reparaturen sind abgeschlossen und der Kapitän der Dschunke nimmt wieder Fahrt auf. Folgt ihm. Ist auch so schlau, du fährst in Unwetter, musst es reparieren und wartest genau im Unwetter, ne? Wo ist denn die Dschunke hin? Oh. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Komm schon. Warte auf Anweisung. Elende Halunke! In die Wanken, Männer! Warte auf Anweisung. So, da vorne ist es schon. Kapitän auf der Brücke. Ah, Mensch, schon wieder so eine lange Folge hier. Fahrt aufnehmen. Ich weiß nicht, ob euch das jetzt freut oder ob ihr das nicht so schön findet. Wird ausgeführt. Wird ausgeführt. Euer Begleitschutz war vorzüglich. Oder können wir nach Hause fahren. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser 30-Minuten-Folge. War alles beabsichtigt, alles hier Spezialfolge und so weiter und so fort. Bis zum nächsten Mal. Ciao.